Heute möchte ich euch sagen, wie es so an einem Filmset ist, denn ich war an einem. Genauer gesagt war ich an dem Filmset der saarländischen Fernsehserie Untertan im Auftrag des saarländischen Rundfunks. Glaubt ihr nicht? Okay, hier ist ein Bild, hier stehe ich neben Regisseur Thomas Scherer. Was hast du denn am Filmset gemacht? Also offiziell war ich als Praktikant dort. Ich konnte mir angucken, wie alles so funktioniert an einem Filmset und wie die Departments Ton, Licht, Kamera und Regie zusammenarbeiten. Gleichzeitig war ich allerdings auch so ein, ja, Setrunner, also so ein Mädchen für alles. Ich habe ziemlich oft im Lichtdepartment geholfen, aber auch sehr, sehr gerne im Kameradepartment. Dadurch durfte ich zum Beispiel auch mal die Klappe schlagen und die Kamera transportieren, die by the way nur so 50.000 Euro kostet. Nur die Kamera, die hier, das ist eine Arri Alexa Mini. Oder ich durfte sogar die Schärfe ziehen für eine Szene. Das, was normalerweise der Kameraassistent macht. Wurde auf einer professionellen Ebene gedreht? Ja, auf jeden Fall. Es wurde auf super professioneller Ebene gedreht. Also so sah das manchmal aus. Meistens sogar immer. Manchmal sogar so. Es wurde aufs kleinste Detail geachtet. Zum Beispiel wurde für Szenen in der Kirche mit dem Licht so experimentiert, dass man an der Wand quasi ein Kirchenfenster inszenierte. Alles wurde super gut durchgeplant, vom Catering bis zum Drehbeginn. Für jede Kleinigkeit war ein Ansprechpartner da, der alles wieder aufgenommen hat und weitergegeben hat. Also war alles durchgeplant. Selbst für einen einzigen Shot wurde die Kamera in Gefahr gebracht, auf 70 Meter Höhe auf ein Geländer gestellt. Die Kamera. Die mal so 50.000 Euro kostet. Aber keine Angst, ich habe sie gesichert. Wie sieht es an einem Filmset eigentlich so aus? Auf den ersten Blick total chaotisch. Zig Milliarden Menschen stehen um die Kamera und um die Schauspieler, aber wenn man sich erstmal in dieses System eingefunden hat, ist das eigentlich immer noch chaotisch. Hier rennt mal wieder einer durchs Bild, weil die Sonne nicht richtig stimmt oder die Farben nicht so korrekt sind. Die Kamera wechselt noch kurz das Objektiv, weil auf 25 mm Brennweite sieht das Bild dann doch nicht so toll aus. Der Tontechniker regt sich mal wieder auf, weil zum 10. Mal ein Flugzeug über uns herfliegt und der Rest wartet eigentlich nur, bis der Satz kommt, alle auf Anfang, was heißt, dass es jetzt endlich losgeht. Und by the way, alle auf Anfang sagt die Aufnahmeleitung, nicht die Regie. Wie war das Team? Generell war es sehr cool, in so einem geilen Team zu arbeiten. Alle haben sich ziemlich gut verstanden und alle haben sich auch gegenseitig geholfen, auch wenn es mal bis 3 Uhr nachts ging. Jeder hat sich gut miteinander verstanden und auch sonst war das Team ziemlich entspannt. So entspannt, dass man nach Drehschluss auch mal ein bisschen Blödsinn gemacht hat. Alex hat gesagt, schön, wir können, also das normalerweise wäre die 4. Oder auch während dem Dreh. 3, 6, 1, 2, 3. Klapp. Das halt ja alle. Safe. Geiler Typ. Wo habt ihr überall gedreht? An den verschiedensten Orten. Mal im Wald, mal in einem Wohnhaus, mal in einem Büro. Aber der geilste Drehort war immer noch die Fabrik, in der wir gedreht haben. Zum Teil lahmgelegt. Und zum Teil nicht. Von außen sah die Fabrik übrigens so aus. Und der Truck da hinten war übrigens nur für das Licht und der da vorne nur für die Kamera. So ganz nebenbei. Jedenfalls gab es in dieser kleinen Fabrik, die teils lahmgelegt war, ziemlich komische Sachen, aber auch ziemlich gruselige und coole Sachen. Hier mal zwei Videos. Was hat dir am besten gefallen? Eindeutig diese geile Erfahrung mit so einem coolen Team zusammen zu machen. Mit diesem Team irgendwas richtig Geiles auf die Beine zu stellen, ist einfach nur genial. Vor allem an den Tagen, an denen zwei Kameras am Set waren, war es wirklich sehr spannend. Zusammengefasst sage ich, dass ich sehr, sehr froh bin, diese Erfahrung gemacht zu haben, vor allem mit diesem geilen Team. Ich kann es nur wiederholen. Das hat mir nämlich ziemlich viel geholfen, auch zum Beispiel dadurch, dass ich jetzt weiß, dass ich unbedingt in diese Richtung gehen will, wenn ich später mal arbeite.
Aber auch für jetzige Kurzfilme hat es mir sehr viel weitergebracht, weil ich sehr viel lernen konnte. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt irgendjemand vom Filmteam sehen wird, aber falls doch, danke. Das war echt eine geile Zeit und falls es eine Staffel 2 geben sollte, bin ich auf jeden Fall nochmal dabei. Das war's soweit von mir. Wir sehen uns irgendwann wieder, wenn ein neues Video da ist. Keine Ahnung wann. Haut rein. Ciao.